Ab im Bett. Ist ja noch früh. Ein Schluder. Bis jetzt waren Cindy und Manfred Schrauber ein glückliches Paar mitten in Deutschland. Kinderlos und unbeschwert. Aber ein Klingeln an der Tür wird ihr Leben für immer verändern. Und vielleicht auch etwas kürzer machen. Tag, Frau Schrauber, ich habe hier ein Paket für Sie und ja. Nee, ich habe nichts bestellt. Ach doch, ist für Sie. Ja, halt nicht. Autogramm hier und also mal hier schön Unterschrift. Und ja, da war schönes bisschen. Wenn ich länger hingucke. Einfach hier unten einfach mal so. Ja, ja. Genau. Ist sie denn bezahlt? Natürlich. Echt? Ja. Und würden Sie mir auch helfen mit reinzukommen? Ja, sehr gerne. Ich nehme so lange Ihr Dingelchen hier. Okay. Oh Gott, das ist ja groß. Hier lang. Du Vorsicht da mit der Lampe. Ja, das ist so einfach hier. Kein Problem. Vielleicht ist das meine Gurgelstange. Wollen Sie mal gucken? Wenn Sie mal zugucken, dann kann ich mir auch beim Aufbau helfen. Ja, was? Ja, gut. Thomas. Ah, super, danke. Ist das schwer? Nein, sein. Da kommen Sie mal rein, Ja. Da, wir machen mal Sport jeden Tag, ne? Ja, die Tür ist im Weg. Wie sieht's aber aus, Frau Schrauber? Voller Vorfreude reißt Cindy das Paket auf. Was versteckt sich hinter der Pappe? Ist das meine Gurgelstange? Was ist denn das? Ach du meine Nase. Das ist keine Gurgelstange. Hallo? Was steht denn da drauf? 1-0-1. Bitte? Mutti. Nee. Mutti. Nee. Mutti. Oh Gott. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Der Manfred ist total eifersüchtig. Die junge Mutter hat so ihre Probleme mit ihrem ersten Kind. Sie versucht es zu verstecken, aber vergeblich. Mutti. Stell dir mal vor, kommst nach Hause und da ist so ein, was weiß ich, so eine Maschine halt im Schrank oder so. Versteckt. Oh Mann, ey. Wie läuft das alles? Ist ja nochmal gut gekommen. Schließlich gewinnt Cindy ihn doch lieb. Sie nennt ihn Oscar. Oscar X, nach ihrem Vater, der lange fürs Verteidigungsministerium gearbeitet hat und bei einem tragischen Unfall auf der Suche nach noch wild lebenden Leopardpanzern sein Leben verlor. Cindy! Cindy, Baby, hier! Ich auch. Was ist das denn? Was ist das denn für ein? Cindy, bring mir mal eine Wurst. Papa X?
Nee, das ist Oskar. X. Oskar X. Na, Kleiner. Manfred Schrauber ist Kfz-Mechaniker und liebt die drei großen Bs. Bier, Bockwurst und Brüste. Er hat das Herz am rechten Fleck und mit dem Neuland nichts zu tun. Also ich glaube, dass die Cindy, ne, zu viel in den WWW rumturnt. Ne? Keine Ahnung, was die da macht. Ja. Cindy Schrauber ist gelernte Friseurin, schon lange arbeitslos und lebt von Hartz IV. Nebenbei hat sie ein kleines Geheimnis-Business am Laufen. Die Online-Piepshow Cindy's Sexy Kabuff. Schrauben erlaubt. Also anyway, jedenfalls ist dabei dann eben der Oscar rumgekommen. Also quasi entstanden in den Internet, ne? So. Ja, so war das. Oscars Welt. Manfred ist ein leidenschaftlicher deutscher Meckerheini und schimpft den ganzen Tag über sein Gehalt. Der Boss, die brauchen mehr Geld, da sagt er. Geht's nicht. Ja, hier, guck mal. Gerade aus dem Internet, die Tabelle. Die Leute aus dem Osten verdienen wesentlich weniger als die Leute im Westen. Und das die letzten Jahre immer mehr. Hier, der blaue Balken. Das bist du. Das bin ich? Ja. Wie und das? Das sind die Leute im Westen. Das ist der Westen? Das ist der Westen. Das ist ja doppelt so viel. Was du alle weißt. Ja. Warum sind wir denn nicht im Westen? Ja, weil die Cindy nicht will. Wieso will die Cindy denn jetzt nicht? Ja, was weiß ich. Hallo, meine Süßen. Gib mal. Ah, Cindy, guckt her an hier. Das bin ich und das ist der Westen. Wie, ja, das ist doppelt so viel, was der kriegt, wie ich. Geld? Sicher! Nee, ne? Ja, sicher! Ich glaube, wir müssen mal umziehen. Hör mal, ich krieg mal einen drum. Hast du das gesehen? Nee. Hast du das? Der. Der geht ab in die Kita! Hör mal, du sitzt bräsig auf deinem Arsch, ziehst das Betreuungsgeld ab und der frisst mir die Wurst weg! Herdprämie! Ich kann Daten sehen. Ja, deine Daten, alle Daten. Ja. Alles, was so im Internet rumschwirrt, das wird bei mir eingeblendet. Das geht mir manchmal schon auf die Wurst. Gibt doch eh nicht genug Kita-Plätze, Mann! Und ich bin freischaffend, verstehst du? Ehegattensplitting. Jetzt mal auf mit deinem ewig Politgelaber, der geht mir auf der Möpse. Oh Manni, wir brauchen doch die Kohle. Nee, du hast ja recht, ne? Solange bei mir nicht mehr rumkommt, da bleibt der Kleine. Bleibt der Junge hier. Ja. Gibt dir noch Wurst, Mutter Emma? Mindestlohn, Tarifvertrag. Immer das mit dem Mindestlohn, ne, kenn ich. Echt? Ja, Mindestlohn. Hier. Moin. Nee, ich hab. Kenn ich. Mittelstandsbauch. Was ist los? Sag mal, du kriegst gleich ein paar in deine Ohren, verstehst du? Aber das geht ganz schnell, du! Zu Hause wird Oskar X auf Händen getragen, aber in der Schule ist es für ihn nicht immer leicht. In der Schule wurde Oskar anfangs sehr gemobbt. Ey, Blechbirne. Er sah auch einfach ganz anders aus als die anderen. Roboterkopf. Willst du die Welt retten, kannst du dich mal selber retten. Okay. Sein Lieblingsfach in der Schule war Kunst. Dabei malte und bastelte er die verrücktesten Dinge. Und stets versuchte er, seine Mitschüler zu politisieren. Zum Beispiel durch Demonstrationen für freie Pausenboote oder gratis WLAN für alle. Ominös, hm? Aber auch liebenswert. Seine Lieblingslehrer beschenkte er regelmäßig mit USB-Sticks und Bockwürstchen. Charmant, hm? Der Unterricht fiel Oskar dank seiner Big Data Vision besonders leicht. Er stellte nur oft so seltsame Nachfragen.
Zum Beispiel, ob denn die Kinder in Bayern klüger seien als anderswo. Hm? Und er benutzte oftmals so lange, umständliche Worte, wie zum Beispiel... Kooperationsverbot. Was soll das denn bitte bedeuten? Bildung ist Ländersache. Ja, danke. Wir rieten den Eltern sogleich zu Ritalin. Oscars Welt. Während Oscar X erste Schritte als junger Android macht, brauen sich dunkle Wolken am Horizont des Lebens zusammen. Nichts wird so sein, wie es mal war. Nein! Oscars Welt. Wasserprivatisierung. Das kann keiner überleben. Wasserprivatisierung. Das kann keiner überleben.